Jo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part Saints Row und ja, das ist auf jeden Fall, mich als Piloten zu haben, ist vielleicht nicht die beste Idee. Oh, letztes Lied. Don't hurt me. No more. No more. What is love? Hoffentlich kriegen wir kein Copyright von der GEMA. Bestimmt nicht. Hey, habe ich bei die ganzen Lego-Spielen auch bekommen. Oh. Egal. Toll. Verkackt. And again. Ja, das war ein bisschen sehr fail. Vom letzten Checkpoint starten. Das hört sich doch super. Baby, don't hurt me. Ich will das nicht wieder. Mach das nicht wieder. Ja, ist Hauptsache, wir haben es um 10 um 8 getroffen, das ist schon 11:30. Ja. Und wir haben nur aufgenommen in der Zeit. What is love? Warte mal, kann man das lauter machen? Ich möchte das jetzt mal bitte gucken. Anzeigen, Audio. Musik. Lauter. Das alles andere mache ich mal ein bisschen leiser. Na dann los. Not me. No. Jetzt krieg ich definitiv einen Strike. Ist mir egal. Ist auch ein Lied, um Jet zu fliegen. Ja. So, Challenge Nummer 1. Oh. Easy. Was ist das denn, Alter? Das war letzter Checkpoint. Als ob der jetzt wieder am Anfang ist, glaubst du selber nicht. Doch. Als ob. Oh, fick. Okay, Leute, mit der Kraft des Liedes schaffen wir das, definitiv. Ja. Ich muss mich hier auch erstmal einfinden. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? Nice, dein Solo. No more. What is love? Sie ist sehr erzählt, aber das ist immer wieder witzig. Oh. Oh Gott, was ist das? Nicht zu tief, Lennart. Gerade bleiben, ja? Höher. Okay. Noch eine Rückendeckung von dir, dann passt alles. Hey, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Wenn ich sogar nicht sogar die Schatten dicht gemacht teilweise. Ja. Siehst du, sag ich doch. Ich muss einfach gerade bleiben. Oh Gott. Da kann ich ja nichts für, das ist das Problem. Also ist ja egal, ob ich sauber bin draußen. Siehst du, das kommt erst später. Ah, sauber, sauber, sauber. Krass. Warte. Guck mal, was jetzt erwartet jetzt. Ja. We're not really leaving the others, are we? Hast du ein Kleidung an? Hoppala. Wie kann denn das passieren? Oops. Yeah, we should be in range. Oh Mann, oh Mann. I always thought Nightblade was just my friend. It is the essence of drama. Drama. Baby, Trauma. You know anyone with the 217 area code?
Is that St. Louis? Probably still well. Oof. Ignore. You want me to leave a message? Boom. Also ich glaube. Ja. Die existiert nicht mehr. Das ist die Erde, ja. Musik im Hintergrund. He's not getting away with this. Yeah, I think I should be able to. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You, sure. You need help setting the DVR. Also letztendlich war es ja doch der Ausgang. Aber es ist jetzt unser einziges Ziel, ihn zu blättern. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. Los, Gotti, rein da. Yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In Ordnung, wir legen los. Let's go, let's go, let's go. Zack. Und wieder rein. Und wieder rein, ganz genau. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won okay. For desperation, and the Saints das would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. Müssen Johnny rausholen, but ever ne? As always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Jawohl. Also wir sind jetzt in der echten Welt, aber wir müssen trotzdem in der Simulation weiterhin rumlaufen. Um das Mutterschiff zu finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Um oder? Diesen Zinyak zu töten. Ja, ja, um das Mutterschiff zu finden, dann, also damit sie genug Zeit hat zum Mutterschiff finden. Und ja. So wenn ich das jetzt im Allgemeinen verstanden habe. Ja, ja. Also, ja. So, da sind wir wieder. Hi, Mutti Wladimir. Mein Fuß ist sogar blau. Blau. Umschlagen. Krass, jetzt sind wir noch härter um. Ich sag mal, um. Kann man das sagen? Umleuchtet oder so? Wenn wir die Effekte einsetzen? Effekte. Oder kommt das so vor? Leist die Kirche bimmelt. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen bewegen. Zack, zack, zack. Das ist nicht die Kirche, das sind meine Glocke. Ja, die Glocken, die Leuten. Gesetzesbrecher, übernimm einen Laden. Das sieht doch super an. Ja, klar. Warum nicht? Immer. Achso, ja, so ein Ding haben wir doch schon mal lang. Ah, so ein Power müssen wir müssen jetzt die Gebiete einnehmen. Sauber. Ja genau, wir müssen den Store hacken. Ach ja. Ja. Am Anfang ist doch relativ simpel. Finde ich zumindest. So. Also man merkt, dass der Part auf jeden Fall nicht so unterhaltsam ist. Heute ist es schon, ist es jetzt mittlerweile... Keine Ahnung, doch, 23:30. Hoppala. 23:30 und das ist die 6. Folge, die wir jetzt aufnehmen. Eigentlich die 8. Folge, die wir an diesem Tag aufnehmen. Weil wir haben noch was anderes produziert, was dann am Donnerstag kommt. Beziehungsweise für euch dann schon lange freigeschaltet ist, wie auch immer man das interpretieren kann. Ja, ja. So. Zack. Ich will den Laden hacken. Ich starte mal den Hack. So. Ja, das ist einfach. Ich muss hier nur gerade ausmachen. Das war echt simpel. Viel zu simpel. Okay, wir müssen jetzt noch weiter hacken, ja? Ups. Ah, ne, Polizei. Aber das Auto wegschubsen. Oh, das war ein Passant. Das tut mir leid. War keine Absicht. Oh, jetzt haben wir neue Moves, Leute. Wir haben neue Moves. Zack.
Wine, wine, wine. Mit neuen Moves. Gib dir die neuen Moves, ja? Musst du dir geben. Hallo? Lass mal auf die Polizisten umzurennen. Zack! Und wuhu! Das ist die Uhrzeit, wo Leist nicht mehr gesprächig wird. Das hört ihr, Leute. Oh, ja. Tut mir leid für das. Alles gut. Alles gut. So, aber zu der Zeit genieße ich einfach nur noch die geilen Stunts. Ja, Mann. Das ist so ziemlich das geilste am Spiel, was man nicht genießen kann. Einfach weggeworfen. Geil. Tag. Leute, ich töte die ganze Zeit Passanten, weil der Alien sich die ganze Zeit wegglitscht. Hallo, das ist meins. Meiner. Die möchte ich. Das geht ins Prinzip. Zack. Können wir die Portale, die können, achso. Ja, noch können wir die ja so zerstören, ne? Später müssen wir die ja mit der Panzerfaust. Ich mach mal, ja gut, ich hätte zuerst gemacht und dann mach ich die Aliens halt nicht, ne? Mach hier das Portal. Hold on. Look at that gold floating robot. I think it's controlling the security program. So, schnapp dir's. Ich hole mir. Ich hole mir. Hab ihn. Zack, hab ihn. Komm her, du kleiner Bastard. Alles klar. Jetzt müssen wir noch diese Dinge hier wegmachen, ne? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müssen wir das hier? Ach ne, müssen wir nicht. Okay, wir haben die Quest gerade beendet. Ich war gerade voll verwirrt. Ja. 2000. Ein bisschen mehr als sonst. Und Level 4. Text Adventure. Okay. Statuen sind auch überall auf. Was kann man den Statuen eigentlich machen? Ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, Leute, das ist heute mal ein etwas kürzerer Part. Nehmt uns das nicht übel, dafür ist der letzte Part 21 Minuten geworden oder so. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wieder schauen und reingehauen. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Tschüss. Bye bye.